So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 mit Man King. Ja, wir sind im Banditenlager. Wir sind letzte Folge reingekommen, in dem wir Franco gemorchelt haben. Ah ja, das hat gut getan. Ja, und wir sind Hono begegnet, einem alten Kumpel aus dem alten Lager. Fragen wir mal, wie er da rausgekommen ist aus dem alten Lager. Erzähl mir von deiner Flucht. An dem Tag, als die Barriere fiel, brach Chaos aus. Einige versteckten sich, andere flohen und überall wurde geplündert. Was hast du gemacht? Ich wollte gerade das Lager verlassen. Da wird es schlagartig hell und ein sengender Schmerz fraß sich durch meine Haut. Ein verdammter Blitz hatte mich erwischt. Ja. Es ist mir so, als könnte ich ihn immer noch hören. Später erzählte man mir, dass Taurus mich gefunden und mitgenommen hat. Ein Blitz? Oh, scheiße. Das hört sich ja weit ausgeholt aus. Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. So, die kannst du haben. Dass sie so teuer ist, liegt an Esteban. Dieser verfluchte Hund kassiert nämlich von jeder Rüstung, die ich verkaufe, seinen Teil ab. Oh ne, die kostet 2100 da. Wollen wir nochmal mit Esteban drüber reden. Wir müssen sowieso mit Esteban drüber reden, weil der eine da, der uns entdeckt hat sozusagen, der... Tja. Der will, dass wir mit Esteban irgendwie reden. Ja, da unten ist einer, der hat unseren Steckbrief und tja, der weiß, dass wir von allen eigentlich gesucht werden, aber hier unten erkennt uns ja eigentlich keiner. Aber Fisk könnte uns kennen. Wenn du hier im Lager einen anständigen Händler suchst, dann hast du ihn gerade gefunden. Meine Hütte steht direkt hinter Esteban. Also, wenn du was brauchst, komm vorbei. Fisk könnte uns eigentlich erkennen. Wieso erkennt Fisk uns nicht? Ich weiß auch nicht. Haben wir vielleicht zu wenig gehandelt mit ihm jetzt in Gothic 1? Ich weiß es nicht. Okay, egal. Er hat Leibwachen. Tja. Esteban, na du? Du bist also der Kerl, der sich ins Lager gekämpft hat. Das hat sich ja schnell rumgesprochen. Mhm. Franco war eine harte Nuss. Niemand hat sich mit ihm angelegt. Niemand. Außer dir. Nur damit das klar ist, wenn du versuchst, den gleichen Scheiß bei mir abzuziehen, dann mache ich dich fertig. Ich will in die Mine. Ich will in die Mine. Natürlich willst du das. Da bist du bei mir genau richtig. Denn jeder, der in der Mine schürft, darf einen fetten Anteil vom Gold behalten. Und ich verteile die roten Steine, die du brauchst, damit Taurus dich durchlässt. Gib mir so einen roten Stein. Gib mir so einen roten Stein. Als ob er das machen würde. Okay, aber den gibt's nicht umsonst. Für gewöhnlich verlange ich einen Teil des Goldes, den die Jungs fürs Schürfen bekommen. Wie sieht's denn mit deinen Kenntnissen übers Goldhacken aus, hä? Du hast dir schon ein paar Tricks erzählen lassen, was? Wenn ich dir einen roten Stein gebe, dann nicht, weil du so ein toller Buddler bist. Nein. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Ach Gottchen, was will er jetzt? Was für eine Aufgabe ist das? Einer der Banditen hatte vor, mich zu töten, aber stattdessen haben meine Wachen ihn getötet. Er war wohl scharf auf deinem Posten, was? Er war ein Idiot. Ein Schläger ohne Verstand. Von allein wäre er nie auf die Idee gekommen, sich mit mir anzulegen. Nein, er hat den Auftrag nur ausgeführt. Geschickt wurde er von jemand anders. Oh je. Ich soll also rausfinden, wer dahinter steckt. Wer auch immer mir diesen Attentäter geschickt hat, er muss dafür bezahlen. Finde ihn. Und ich lasse dich in die Mine. Wegen dieser Sache hat Senyan mich zu dir geschickt. Senyan? Er arbeitet auch für mich. Ich habe ihm gesagt, er soll die Augen aufhalten. Tja, wie soll ich vorgehen? Jeder hier im Lager weiß davon. Du spielst also mit offenen Karten. Versuche herauszufinden, wer auf meiner Seite steht und wer nicht. Und lass dich nicht von den Kerlen verarschen. Sprich mit Snuff. Der dicke Koch kriegt eine Menge mit. Oh ja, Snuff. Den können wir auch noch. Tja, okay. Na, vielleicht reden wir mit Fisk. Hat er vielleicht irgendwas, was wir gut gebrauchen können? Na du alter Kumpel. Ah, wie geht's? Ah ja, genau. Was weißt du über das Attentat gegen Esteban? Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Hör zu. Ich will mit der Sache nichts zu tun haben, klar? Ich habe meine eigenen Sorgen. Ich bin selbst ein Opfer. Inwiefern? Hab eine Menge Gold bezahlt für meine letzte Lieferung. Aber die kam nie an. Irgendein Schwein hat sie sich unter den Nagel gerissen. Ich bin bestohlen worden. Wahrscheinlich von einem unserer eigenen Leute. Was war das für eine Lieferung? Ein Paket Dietriche. Jemand sollte sie für mich von den Piraten abholen. Aber ein Kerl namens Juan
hat es mir weggeschnappt. Ah, das ist die Sache mit Tom und samt dem Gold, das ich dafür bezahlt habe. Der Mistkerl versteckt sich irgendwo im Sumpf. Ah, Juan hat für Esteban gearbeitet. Juan hat für Esteban gearbeitet. Was? Spiel keine Spielchen mit mir, du wusstest davon. Gut, du hast recht. Aber dir ist auch hoffentlich klar, warum ich es dir nicht erzählt habe. Jeder hier im Lager weiß, dass du für Esteban arbeitest. Ich habe keine Lust, in die Sache mit reingezogen zu werden, nur weil du scharf auf einen roten Stein bist. Ich arbeite nicht wirklich für Esteban. So? Du willst den alten Sack übers Ohr hauen? Glaubt er mir nicht, dann gebe ich dir einen guten Rat. Behalt es für dich. Wenn es um Esteban geht, solltest du niemandem trauen. Nicht mal mir, klar? Und jetzt genug davon. Sonst hört uns noch einer. Okay, er ist doch recht nett. Er hat mir einen Tipp gegeben. Zeig mir deine Ware. Tja. Oh. Windknecht. Hä? Schaden 15? Hä? Einer Talent Malus? Hä? Ist ja echt toll. Okay, dann gehen wir das mal zu irgendeinem Typen hier. Ich schneide hier lieber anstatt das rumswitchen, ne? Bis gleich. So, hier ist der dicke Koch Snuff, den kennen wir auch noch. Bei dem haben wir die Fleischwanzen im ersten Teil geholt. Tja, hat uns eine leckere Fleischwanzennuppe gegönnt. Bist du ein Butler? Wegen der Hose? Nein, ich trage sie nur, weil sie bequem ist. Ich koche hier nur Fleischsuppe. Hier, kannst du ja mal probieren. Die macht stark. Es ist immer wichtig, seine eigene Stärke zu trainieren. Draußen gibt's viele Gefahren. Wenn du willst, kann ich dir helfen, stärker zu werden. Na, ich will nicht stärker werden. Hey! Aber ist das nicht der... Der kocht hier aber. Ach, Quatsch. Total vertan. Der ist hier drinnen. Der ist das. Ja, der kocht aber nicht, deswegen habe ich mich ja gerade auch vertan, ne? Snuff, hey! Willst du futtern oder quatschen? Was darf sein? Was gibt's denn Leckeres? Ich will ein neues Gericht ausprobieren. Feuergeschnetzeltes in Hammersoße. Hammersoße? Eine Soße aus hammerhartem Schnaps. Ich habe ein Rezept von einem Typen namens Lou. Besorg du die Zutaten und brenn den Schnaps oben am Labortisch. Dann mache ich daraus eine Soße. Was meinst du? Okay, ich mach's. Alles klar. Hier ist das Rezept. Ah, oh, cool. Gucken wir uns mal das Rezept an. Wo haben wir das denn? Rezept für Lou's Hammer. Zutaten für Hammer im Einfachschritt 2 Rüben. Ordentliche Portion Sumpfkraut. Gemahlene Zähne von einem Sumpfhai. Huh? Oh je. Da guck ich mal kurz was nach. So, okay, Sumpfhai-Zähne können wir nicht ziehen, aber wir finden nachher noch welche. Deswegen war ich gerade etwas verunsichert. Okay. Was weißt du über das Attentat? Wir fragen ihn mal. Doch mal. Aus. Vielleicht weiß er ja was, ne? Was weißt du über dieses Attentat? Die Sache mit Esteban? Du weißt doch, wie das läuft. Der Wirt kriegt alles mit, aber er greift nie Partei für eine Seite. Wenn du an meiner Stelle wärst, was würdest du tun? Wenn du an meiner Stelle wärst, was würdest du tun? Ich würde mir überlegen, was ich über den Auftraggeber weiß. Erstens, es war wahrscheinlich einer der Banditen. Das heißt, er ist hier im Lager. Zweitens, dass er hier im Lager ist, heißt, er beobachtet dich. Drittens, wenn er der Meinung ist, dass du auf Estebans Seite stehst, wird er sich dir nie zu erkennen geben. Die interessante Frage ist also, wie stehen deine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Ach so, ich muss mich also so tun, als wäre ich nicht für Esteban. Also bin ich ja eigentlich schon. Wie stehen meine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Bis jetzt ist noch alles offen. Danke. Hey, ich hab dir nichts erzählt, was du nicht schon längst wusstest, klar? Was halten die Leute hier von Esteban? Da musst du schon etwas genauer werden. Jede Information kostet dich eine Kleinigkeit. Oh je. Wie viel? 10 Goldstücke. Oh, ich wusste es sofort, 10 Goldstücke. Dann, was ist mit Huno? Was denkt Huno über Esteban? Ah, Huno. Über den weiß ich so gut wie nichts. Diese Information ist natürlich gratis.
Danke. Was mit Fisk? Was ist mit Fisk? Fisk ist Fisk. Er bezahlt seinen Teil an Esteban und verteilt die Waren, die er größtenteils von den Piraten bekommt. Ich denke, Esteban ist ihm ziemlich egal. Ich denke mal, ich probiere mal auf eigene Faust ein bisschen was zu unternehmen. Was hältst du von Esteban? Was hältst du von Esteban? Wer über ihn redet, ist schnell tot. Ach so, wir reden ja nicht über ihn. Nein. Okay, und hier ist ein alter Bekannte, für die wir ordentlich viele Banditen gemeuchelt haben. Lucia, die hat sich den Banditen angeschlossen. Na du? 50 Goldstücke. Quatsch. Und, wie sieht's aus? Hör zu, wenn du was essen willst, geh zu Snuff. Wenn du was trinken willst, bist du bei mir richtig. Was trinkt ihr denn so hier so? Wir haben nur wenig Bier. Das einzige Bier auf der Insel haben die Paladine mitgebracht. Naja, wenigstens etwas Gutes, das die Kerle mitgebracht haben. Ansonsten trinken wir Schnaps. Ich hab selbstgebrauten, Grog und weißen Rum. Den solltest du probieren. Das Rezept habe ich von Samuel. Der Alte versteht wirklich sein Handwerk. Kommst du nicht aus Korinis? Erinnere mich bloß nicht daran. Mein Leben in dieser Stadt war schrecklich. Als noch die Schiffe mit den neuen Verurteilten ankamen, da war in der Stadt noch was los. Aber diese ganzen anderen Typen... Nein, danke. Vielleicht liegt es daran, dass wir auf einer Insel sind. Naja, die Zeiten sind vorbei. Mit Eldridge bin ich fertig. Warum? Er ist ein Schlappschwanz. Als ich von den Banditen verschleppt wurde, hat er keinen Finger krumm gemacht, um mir zu helfen. Boah, bist du fies. Was hast du denn jetzt vor? Mal schauen. Ich bleib erstmal hier bei Snuff, Fisk und den anderen. Hast du schon mit Torus gesprochen? Oh, Enos, ist das ein wahrer Baum von einem Kerl. Entschuldige, kommen wir auf deine Frage zurück. Ich hab kein festes Ziel, ich lass mich treiben. Du magst die Paladine nicht besonders, was? Diese fanatischen Mörder im Auftrag der Feuermagier? Nein. Dieser Lord Hagen besetzt mit seinen Schlägern die Stadt und alle buckeln vor ihnen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht darauf warten, dass sie die rote Laterne zumachen und mich einsperren. Die Paladine sind... sind Kämpfer Innos, es sind keine Mörder. Die Paladine sind die Kämpfer Innos, es sind keine Mörder. So? An ihren Schwertern klebt auch Blut. Genau wie an den Waffen der Banditen oder Piraten. Der einzige Unterschied ist, sie tun es in Innos Namen und nicht, weil sie überleben wollen. Die Paladine kämpfen nicht nur in seinem Namen. Innos erwählt seine Krieger. Die Paladine kämpfen nicht nur in seinem Namen. Innos erwählt seine Krieger. So? Ich glaube, es sind die Menschen, die sich selbst erwählen. Jedoch... Deine Worte verwundern mich. Du sprichst fast so, als wärst du einer von ihnen. Hast du schon mal einen Menschen getötet? Nein. Und ich bin auch sehr froh darum. Bitte, lass uns nicht länger solch ernste Worte wechseln. Trinken wir lieber und erfreuen wir uns an jedem Augenblick, den uns die Götter schenken. Na gut. Was weißt du über das Attentat gegen Esteban? Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Gar nichts. Kannst du mir was beibringen? Nur zu gern. Bei mir kannst du deine Geschicklichkeit trainieren. Gib mir was zu trinken. Das hat sein schönes Ring der Geschicklichkeit, Laborflasche, echter Seemannsgrog. Oh je. Lass uns lieber trinken und uns der Götter erfreuen, bleh. Ach, jemine. Wie die hier drauf ist. Na gut, dann werde ich mal die Folge. Und sehen uns in der nächsten. Dann reden wir mit noch ein paar Typen. Ach, hier ist Logan. Hallo. Wir reden dann noch mit ein paar anderen Typen hier. Über das Attentat. Bis dann. Tschüssi.